Hi Leute, hier ist euer Matzen-Gen mit einem neuen Legendary Report. Wir haben, beziehungsweise ich habe ein paar Legendaries gefunden wieder mit meinen Monks. Und es geht auch direkt los mit einer Set Cloak. Schauen wir doch mal, was sich dahinter verbirgt. 100 Stärke, 91 Dex und 12% Life. Was für eine Scheiße. Handschuhe. Attack Speed, Armor, Wit, Int. Nee. Die sind scheiße. Ein Wizard Head. Ohne Crit. Nö, auch nix wert. Ein Legendary Sword. Braucht auch keiner. Na, jetzt kommen erstmal so die schlechten Waffen. Ah, braucht auch keiner. So, Strong Arm Bracers. Bracers. Mit Crit, Dex. Ne, zu wenig. Ein Mojo. Boah. Ist der schlecht. Mit 266 Stärke. Ist nicht schlecht, aber leider. Ich hab noch keinen Wizard mit Doktor gesehen, der mit so einem Stärke-Ding rumgerannt ist. So, nochmal Mojo. Komm schon. Oh, das gibt's doch nicht. Mit Dex. Was ist denn das für ein Scheiß? Crit ist da doch immer drauf, oder? Ich glaube ja. Ich guck ganz kurz dann nochmal nach dem Auktionshaus. Und dann werden wir ja sehen. So, mit Magic Find auf dem Helm. An sich ist der, glaube ich, gar nicht so schlecht. Schau mal danach. Obwohl ich persönlich ja Magic Find auf Items relativ überflüssig finde, aber naja, ich glaube, der ist auch nichts wert. Jetzt noch ein Stormschild. Oh, 32 Blockchance, aber kein Crit und kein Wit. 286 Stärke. Ich bezweifle, dass das jemand kauft. Vielleicht kauft sowas jemand, der noch wegen, weil jetzt PvP bald kommt. Ja, aber ohne Crit sind die doch eher nicht so dolle. Die sind auch nichts wert. So, jetzt noch ein Z-Amulett. Schauen wir doch mal, was sich dahinter verbirgt. 263 Wit und 211 Intelligenz. Sieht ja nicht so schlecht aus. 63 Crit Damage. Glaub, Crit Damage ist aber immer drauf. Ihr dürft mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege. Aber dann gehen wir mal ins Auktionshaus und schauen doch einfach mal nach. Wir fangen erstmal mit der Set Cloak an. Die Set Cloak hatte Life noch drauf, haben die immer Life, die haben immer Life drauf. Oh man. Aber wir haben noch Hardfit Regeneration. Ich weiß nicht, ob das vielleicht den Preis... Ich habe keine Ahnung bei den Gegenständen. Nee. Hardfit Regeneration. Ne, ist nichts wert. Okay, gut, dann haben wir hier diesen grandiosen Mojo. Da ist natürlich immer Crit Damage drauf. Das heißt, das Ding ist auch für den Arsch. Der Helm. Mit Magic Find von 19. 125k. Dex wird. Auch nichts wert. Das Stormschild. Wir haben einen hohen Stärkewert. Ey, war wieder komplett für den Arsch hier die Drops. Wo ist es denn? Stärke, ja. 100k, okay. Mit 32 Blockchance. Hier ist eins mit 34 Blockchance. 275k. Na, meint sieht die nicht besser aus, wirklich. Und jetzt noch das Z-Amulett. Da fangen ja die schon bei
880k an. Aber wir haben eins mit 263 Watt. Boah, es ist not bad. 250 Watt. Okay. Rittermatch ist immer drauf. Ich glaube, das könnte ich selbst meinen Witch Doktor anziehen. Der hat nämlich. Ach so. Ja, der trägt normalerweise das Amulett von meinem Barbaren. Aber der hat gar kein Amulett. Aber das Amulett hat ja auch kein Crit-Damage drauf. Und wenn man sich so ein Amulett hier holen sollte, dann finde ich schon, dass da nachher Crit-Damage drauf. Nicht Crit-Damage ist da mal drauf, das laber ich. Ich meine natürlich Crit-Chance. Ohne Crit-Chance finde ich das immer nicht so toll. 4 Millionen ist hier das günstigste. Und das hat noch Feuerresi drauf. Vielleicht will ja einer eins unbedingt mit Feuerresi haben. Da ist das gleich viel, viel teurer. Ist natürlich auch begründet, ne? Ich glaube, da ist noch nicht mal ein Gebot drauf. Nee. Oh, ist das schon wieder schwer. Aber doch, wir können auch 200 mal mit Feuerrisi eingeben. Das mache ich mal noch schnell. Ah, sieht schon besser aus. Guck mal, hier ist eins für 8,5 Millionen. Ach komm, wir versuchen es mal für 7 Millionen. So. 7 Millionen im AH. War wenigstens ein einziger guter oder einigermaßen guter Gegenstand dabei. Ich wünsche euch natürlich weiterhin viel Glück bei euren Legendaries und bei euren anderen Items. Wir sehen uns bald wieder. Daumen hoch, euer Matze Jan.